Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Iron Man Challenges. Ja, und das war voll cool. Im letzten. Oh, ich mach das Fenster jetzt zu. Im letzten Part habe ich euch ein bisschen über Arthas und Idina erzählt. Und wer cooler ist. Und warum wer cooler ist. Ja. Und ich möchte halt wissen von euch, wen ihr cooler findet und warum. Und ganz ehrlich, viele wünschen sich Illidan zurück und viele denken, dass Illidan halt der Mensch ist, oder der Dämon, der halt ausschlaggebend ist für die Dämonenjäger und. Aber ich finde irgendwie, es ist unpassend irgendwie. Ich weiß auch nicht, es gefällt sich nicht richtig an, schon wieder den zu retconnen. Beziehungsweise nur, weil die große Community es cool findet, dass er wieder da ist. Muss nicht sein. Ich find's gut, dass er wieder da ist, aber es hätte nicht sein müssen, sagen wir es so. Weil es ist so. Oh, schon wieder der. Ist der nicht irgendwie schon ein paar Mal gestorben? Also, wisst ihr, was ich meine? Natürlich kann er wiederbelebt werden, weil er halt ein Dämonenjäger ist. Aber trotzdem. Es kam mir so ein bisschen komisch vor. Die hätten auch einen neuen Charakter einbinden können, der halt die Leute so durchleitet. Ich finde, wenn eine Geschichte abgeschlossen ist, dann sollte sie auch abgeschlossen bleiben. Da habe ich auch ganz große Angst mit Vordragon. Bolvar Vordragon. Mit ihm starb. Sagt ihr nur, dass der Lichtkönig tot ist und dass Bolvar Vordragon mit ihm starb. Da wird es auch noch zukommen, dass Bolvar wahrscheinlich irgendwann wiederkommt. Irgendwann heißt natürlich irgendwann. In nicht absehbarer Zukunft. Aber irgendwann wird er wahrscheinlich wieder da sein. Es gibt so ein cooles Bild auf Ninegag, was in Training war. Da stand, if Legion fails, also wenn das Add-on Legion schlecht wird oder halt komplett blöd ist, break glass. Und dann ist break ice, glaube ich, stand da. Und dann ist da halt der Lichtkönig drin. Also, weil man, falls Legion halt wieder ein schlechtes Add-on wird, dass man halt einen Backup, einen Notfallplan hat und den Lichtkönig wieder nimmt, weil der wirklich eine super Story hat, die auch super geschrieben ist. Ob man ihn halt nochmal aufwärmen hätte können, sollen. Ist halt dahingestellt. Ich, wie schon gesagt, wie man hätte den Lichtkönig nochmal gut einbinden hätte können, ist mit Admiral Taylors Garnison, dass halt Kel'Thuzad den Kult der Verdammten wieder aufleben lässt, beziehungsweise halt wiedergeboren wird, mal wieder, weil Kel'Thuzad kann ist auch nicht tot, der sein Psyloktarium oder was auch immer das ist, ist nicht tot, ist nicht kaputt. Haben die leider Helden wieder mal nicht aufgepasst und nicht verbrannt. Und da hätte man vielleicht auch draus machen können, dass der Kult der Verdammten halt die Leiche von Ner'zhul holt, um halt so das Sinnbild des Lichtkönigs wieder aufleben zu lassen. Das wäre ziemlich cool gewesen. Dass dann in so einer kleinen Questreihe oder irgendwie so der Lichtkönig gegen den Kult der Verdammten und Ner'zhul als untoten Ork kämpft, das wäre irgendwie cool gewesen. Ich finde, dass der Kult der Verdammten höchstwahrscheinlich den Lichtkönig, der jetzt auf dem Thron sitzt, nicht als ihren Lichtkönig ansieht, sondern so als falschen König. Und da hätte man als Ner'zhul als richtigen König sozusagen nehmen können, dass die sich so gegenseitig bekriegen, weil die sich halt hassen. Und versuchen halt den richtigen Ner'zhul, den alten Ner'zhul wieder auf den Thron zu setzen. Und ja, das wäre einfach cool gewesen. Das wär so ein kleiner Plot-Twist. Vielleicht kriegen wir davon irgendwas mit in der Todesritter-Quest-Reihe mit dem Schwert, wo man die Legendary, das Schwert bekommt, wo man Arthas Klinge aufsammeln muss, beziehungsweise Frostmoons Splitter, um halt
sein Schwert zu formen, oder beziehungsweise das Todesritter-Schwert zu formen. Würde mich jedenfalls freuen, wenn da wieder ein bisschen Story dazukommen würde. Wäre nämlich auf jeden Fall cool. Würde mich freuen. Und man hat da wirklich viel Potenzial mit verschwendet. Mit World of Draenor. Also, ich weiß nicht, es gab so viele coole Punkte, woraus man hätte eine gute Geschichte schreiben können. Ganz ehrlich, ich könnte da eine Geschichte daraus schreiben, die vielleicht nicht alle interessieren wird, weil ich da drin auch nicht so gut bin, aber die wirklich interessanter gewesen wäre, als dass die sich da im Sande verlaufen haben. Die Falen waren eine richtig gute Idee. Chogall war eine richtig gute, ein guter Fang. Überhaupt das koreanische Imperium hätte ich noch, wäre cooler gewesen, beziehungsweise es gäbe da noch Sachen, die richtig cool sind. Auf jeden Fall die Arakor. Da hätte man vielleicht auch noch was draus machen können. Dann auf jeden Fall Admiral Taylors Garnison mit der Geisel. Der schwarze Prinz, der halt da ist. So viel hätte man daraus machen können. Sie haben sich für eine komische Legion-Story entschieden, die gar keinen komischen Sinn macht. Aber was will man machen? Wir töten hier gerade unsere Schwester der Quäldorei. Was suchen Sie hier am Schlüssel der drei Monde? Andorra. Da doof, meine ich. Tatsächlich, hier war einer der Schlüssel der drei Monde. Es gibt noch zwei weitere Gebiete, wo die Schlüssel der drei Monde waren. Und ja, sind ähnlich. Und da treiben sich überall so ein bisschen die Nachtelfen rum. Jägerin, wir haben einige Schwierigkeiten mit einer Gruppe von Nachtelfen, die erst kürzlich eine der nahegelegenen Inseln besetzt hat. Sie haben ein kleines Lager an dem alten hochelfischen Leylnexus Andorath im Nordwesten angeschlagen. Es gibt einen kleinen schlammigen Pfad in der Todesschneise also dorthin. Okay, ich dachte, vielleicht steht da irgendwie, warum die da sind. Aber irgendwie nicht, nö. Komisch. Schade. Dachte, vielleicht steht da irgendwie, was sie hier wollen. Vielleicht müssen wir das aber auch erst herausfinden. Der Schlüssel der drei Monde hat tatsächlich im Moment Keltas, ab diesem Zeitpunkt, ab Burnicus Held Zeitpunkt. Was nach Keltas Tod mit den Schlüsseln der drei Monde passiert ist, keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung, was mit den Schlüsseln der drei Monde im Moment ist. Ist ja auch egal. Denn Essen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Denn Essen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Aha. Die Leute sagen. Aber bin ich gar nicht mal. Unser guter Chaika. Die Quäldorei. Hochelfen. Wie heißen denn die Nachtelfen? Kaldorei, nicht Quäldorei. Kaldorei heißen die. Wir sind die Quäldorei. Gott, sehen die komisch aus, ey. Haben die ganzen Nachtelfen Assets und Bewegungsmodelle und Skelette, aber mit blonden Haaren und weißer Haut. Sieht sehr merkwürdig aus. Sollen halt die ersten Siedler der Nachtelfen, beziehungsweise der Nachtelfen, die dann zu Blutelfen wurden, dargestellt sein. Naja, wie man es nimmt, ne? Und schreibt wirklich mal in die Kommentare, was ihr bisher von der Iron Man Challenge haltet, was sie verbessern könnte, was ihr sehen wollt und und. Ja, schreibt es in die Kommentare.
Schade, dass man keine Heiltränke benutzen darf, ganz ehrlich. Wow, Rückzug. Damit können wir jetzt so schön nach hinten springen, wenn wir in Gefahr kommen. Und natürlich auch schön in Gegnergruppen reinspringen, wenn wir in Gefahr kommen. Ziemlich doll verlieren, wenn wir in Gefahr kommen. Ich würde mal sagen, wir teleportieren uns zurück. Oder ich glaube, ich mache noch die Molok-Rückräder hier. Und dann teleportiere ich mich zurück. Und dann bumm, geben wir die Quest ab. Und ich glaube, das war's dann auch schon mit dem Part. Ich finde es schade. Also ich finde, ich liebe das Blutelfen-Startgebiet und überhaupt die Burning Crusade-Startgebiete, weil die echt schön sind vom Design her. Ich mag die, vor allen Dingen die Blutelfengebiete und auch die Draenei-Gebiete. Das ist so, der Himmel ist hier was Besonderes. Das ist alles irgendwie sehr mit Liebe gemacht. Überall sind Gegner. Also eigentlich sind die kompletten Geisterlände mit Gegner gefüllt. Gibt heutzutage eigentlich leider auch nicht mehr so in diesem Maße. Schade eigentlich. Ganz ehrlich, es ist echt cool. Überlauern gefahren. Ich hoffe tatsächlich, dass sie bei Legion wieder sowas bisschen machen, wie Mists of Pandaria den Planeten erkunden, beziehungsweise die Insel erkunden. Oh Gott, sind hier viele Morlocks. Also, dass man so ein bisschen das Feeling mehr auf die Legion. Oh. Hier wird es nicht enden. Nicht heute, nicht hier. Er bewirft mich mit irgendwelchen viereckigen Blöcken. Puh. Das erste Mal, dass es ein bisschen schwieriger wurde. Haben wir gut gemeistert, aber. Ja, ich hoffe, dass der Aspekt so ein bisschen mehr auf das Erkunden der Welt ist, wieder mal. Und dass die Gefahr, die von der Legion ausgeht, auch stark dargestellt wird. Ich weiß nicht, das ist so, man muss da eine gute Balance finden. Ich liebe es, Sachen zu erkunden und alles, weil ich es einfach cool finde. Aber ich lese mir auch immer die Questtexte meistens durch, bloß jetzt in diesem Let's Play hier nicht, weil ich gerne rede. Aber trotzdem, man muss da eine gute Balance finden, weil man möchte halt diese Legion haben. Dieses Gefährliche, dieses Krasse. Da hat Naras auch was sehr Gutes zugesagt. Das werde ich jetzt hier nicht wiederholen, da ihr das Video ja gucken könnt, wo ich mit Naras zusammen Instanzen gemacht habe. Aber da stimme ich ihm komplett zu, dass man das hätte vielleicht irgendwie so teilen können. Guckt euch das Video an. Da gibt es nämlich mehr dazu. Dass sie mich mit viereckigen Blöcken abwerfen. Komisch eigentlich. Und wieso? Kein Ein liegt schon meine Zeitgenossen schocken. So. Und wir teleportieren uns zurück. Damals. In der Schule. Mist. Ich habe gerade Druck gedruckt, aber ich glaube, jetzt habe ich den Ladescreen fotografiert. Schade. Was sucht ihr? Knusperkost. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Das Inventar ist voll. Ja, supi. Wählt weise. Diese ganzen Kettensachen. Schade. Bleibt wachsam. Ach, jetzt habe ich natürlich die Beine verkauft. Ich bin so doof. Nein! Ach, Kacke. Ach, Mensch. Scheiße.
Aber vielleicht klappt es eigentlich so? Schade, scheiße. Shurelara. Ich bin so doof. Ich wusste nicht, dass man die verkaufen kann. Das wären Questgegenstände. Mist, müssen wir nochmal machen. Hoffentlich ist das wichtig. Ja, ich habe deine Vorräte. Ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig. Ich habe genau das, was ihr braucht. Fürchtet die Lebenden. Anaria Shola. Ich darf beides nicht nehmen. Die Gerechtigkeit wird obsiegt. Dankeschön für nichts. Lebt wohl. Kommt schnell zur Sache. Das werde ich. Unsere Zeit wird kommen. Und tot. Jetzt. Kollibarieren. Kollibarieren? Ist das ein Wort? Jetzt verhandeln wir schon. Und sollten wir sie nicht hassen. Auch wenn sie von der dunklen Fürstin angeführt werden. Sie sind dennoch Teil der Geißel gewesen. Gewesen. Selama Ashalenore. Was ist euer Begehr? Für den Sonnenbrunnen. Hallo. Toll, Juju. Vertraut niemandem. Im besetzten Gebiet. Nun die direkten Maßnahmen, für die wir uns letztlich entschieden haben, um herauszubekommen, was die verdammten Nachtelfen vorhaben, sein droht zusammengefasst folgender Ablauf vor. Landet auf ihrer Insel und nehmt... Gut, wir sollen dir einfach Sachen klauen. Das ist gar nicht gut. Und wer seid ihr? Ich bin ich. Immer noch. Leb wohl. Trank der Schwimmgeschwindigkeit dürfen wir wahrscheinlich auch nicht trinken. Ich schmeiß ihn auch weg. Habe ich eigentlich was Grünes an? Ein Glück nicht. Ich habe Angst immer, dass ich aus Versehen so, das, Dingse halt anziehe. Und dass ich es bemerke. Wird obsiegen. Alles hat seinen Preis. Für den Sonnenbrunnen. Für den Sonnenbrunnen. Raus mit der Sprache. Fürchtet die Lebenden. Ein Gold. Ich guck mal, was man hier vielleicht kaufen kann. An grauen Sachen. Handwerkswaren. Handwerkswaren brauchen wir eigentlich gerade nicht. Wählt weise. Selama Ashalanore. Ja. A new Belore Delena. Zeit ist Gold. Der verkauft nur Kochsachen und Bedarf. Das ist unser guter Stallmeister. Eine Jägerlehrerin, Magierlehrerin, Kriegerlehrer, der Gastwirt. Bewahrt euren Stolz. Schurkenlehrer, Hexenmeister, Priester. Irgendwo muss es doch einen Händler geben. Ah, ein Gifthändler. Ich glaube, er verkauft eigentlich sonst die ganzen Tristessa-Sachen. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Was ist? Die frische Luft, die von Zeit zu Zeit aus dem Immersangwald weht, verdirbt mir wirklich den Magen, wenn ihr versteht, was ich meine. Leckt mich. Blöder, ey. Ich bin verlassen. Du bist verlassen. Einen guten Geistern. Der Sieg. Ein Weltenwanderer. Das ist gemein, das ist ein Weltenwanderer. Weltenwanderer sind eigentlich damals die höchst angesehene Kastenklasse der Blutelfen, beziehungsweise der Hochelfen gewesen. Nach dem König, dann kam die Weltenwanderer und danach die, wie hießen sie, Magistra. Und heutzutage anscheinend nicht mehr. Was jetzt? Gemischt waren. Sieg für Silvanas. Sieg für Silvanas. Ich sollte mir wirklich vielleicht mal ein paar genau das, Taschen kaufen. Begrüßt. Später vielleicht. Aber hier müsste es doch irgendwo... Ah, da ist der Versorger. Ich bin von den Verlassenen. Was hast du denn so? Ja, Stiefel des Moorläufers. Die kann ich ja voll kaufen, weil die grün sind. Nicht.
Verkauft leider nur grüne Sachen. Was ist ein Gürtel? Schade. Ja, ich würde dann mal sagen, wenn es hier nichts weiteres gibt, was wir machen können, sehen wir uns in einem nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, die Iron Man Challenge. Bis denn!